Ich lese Freiberufler fit fürs Finanzamt. Das ist dieses Buch und ich bin angekommen bei der im Kapitel 2, oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln, bei 7,19 oder gar keine Prozente. Wer umsatzsteuerpflichtig ist, muss bei jeder Ausgangsrechnung neu entscheiden, welcher Umsatzsteuersatz für die erbrachte Leistung gilt. Bei den meisten Dienstleistungen und Waren greift der normale Steuersatz von 19%. Aber natürlich gibt es auch hier Ausnahmen von der Regel. So fallen manche Umsätze überhaupt nicht unter das Umsatzsteuerrecht, weil kein Leistungsaustausch stattfindet. Dies gilt etwa, wenn Mahn- oder Gerichtskosten erstattet werden oder Schadensersatz gezahlt werden muss. Hier darf keine Umsatzsteuer erhoben werden. Auch die sogenannten durchlaufenden Posten fallen in diese Kategorie. Damit ist gemeint, dass Kosten erstattet werden, die im Namen und auf Rechnung eines Dritten beglichen wurden. Echte Zuschüsse oder Preise in Gründerwettbewerben unterliegen ebenfalls nicht der Umsatzsteuer. Preisgelder in Architektenausschreibungen werden jedoch anders behandelt, da hier extra für den Wettbewerb eine Leistung erbracht wird, ist Umsatzsteuer fällig. Für bestimmte Umsätze verlangt der Fiskus nur einen ermäßigten Steuersatz, der gegenwärtig bei 7% liegt. 10 verschiedene Kategorien listet allein das Umsatzsteuergesetz auf, in denen der ermäßigte Steuersatz greift. Ein Anhang zum Umsatzsteuergesetz führt darüber hinaus in 54 Punkten und noch mehr Unterpunkten die verschiedensten Waren und Dienstleistungen auf, die im Gesetz selbst noch nicht konkret benannt sind. Und weil damit immer noch nicht alle Fragen geklärt sind, gibt das Bundesfinanzministerium in regelmäßigen Abständen ein Schreiben heraus, das inzwischen stolze 140 Seiten umfasst und letzte Abgrenzungsprobleme zu klären versucht. So, jetzt beginnt ein Kasten, der auch wieder ein Zeichen, nämlich hinter den Paragraphen lexikonartige Begriffserklärung, Vertiefung, Erläuterung. 7%, warum eigentlich? Hinter den unübersichtlichen Ermäßigungen stecken durchaus achtbare Motive. Denn früher war es in aller Regel so, dass Umsatzsteuer und sonstige Verbrauchssteuern vor allem auf Massengüter erhoben wurden, was zur Folge hatte, dass Menschen mit niedrigem Einkommen hart von diesen Steuern getroffen wurden. Der deutsche Steuergesetzgeber zog aus diesen historischen Erfahrungen Konsequenzen. Man wollte zwar eine ertragreiche Einnahmequelle trotzdem sollten Grundbedürfnisse davon nicht in dem Maße getroffen werden. Machen halt mal einen Punkt, ist im Zweifelsfall immer richtig bei der Frau. Auch Geringverdiener sollten sich Lebensmittel leisten und am gesellschaftlich-kulturellen Leben teilhaben können. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz war erfunden. Aber schon damals gab es Ausnahmen von der Regel, die nicht mehr zeitgemäß waren. So wurden bestimmte Verkehrsgüter mit dem ermäßigten Satz belegt, etwa der öffentliche Nahverkehr in einem Umkreis von 50 Kilometern. Und für Pferde und Maulesel wurde ebenfalls, die Frau macht viele Punkte, und für Pferde und Maulesel wurde ebenfalls nur der reduzierte Umsatzsteuersatz verlangt. Dabei waren die Tiere schon fast in den 1960er Jahren in der Landwirtschaft kaum noch im Einsatz.
wie bei so vielen Steuervergünstigungen gegen, ich habe noch nie so viel Legasthenie in so wenig Sätzen gesehen. Bei so vielen Steuervergünstigungen ging es auch bei meinem mäßigen Umsatzsteuersatz bald um pure Subventionspolitik. Ein neueres Beispiel dafür ist die Senkung des Mehrwertsteuersatzes der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen Anfang 2010. Damit ist der Kasten mit den Rechtschreibfehlern zu Ende. Ich habe Schwierigkeiten, sowas vorzulesen. Ich kann es nicht richtig. Für Freiberufler sind in aller Regel folgende Umsätze interessant, für die der ermäßigte Steuersatz gilt. Beschluss 12 Umsatzsteuergesetz. Erster Punkt. Leistungen aus der Tätigkeit als Zahntechniker. Zweiter Punkt. Lieferung oder Wiederherstellung von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten, soweit sie der Unternehmer in seinem Unternehmen hergestellt oder wiederhergestellt hat. Dritter Punkt. Eintrittsberechtigungen für Theater, Konzerte und Museen sowie die den Theatervorführungen und Konzerten vergleichbare Darbietung ausübender Künstler. Vierter Punkt, Überlassung von Filmen zur Auswertung und Vorführung sowie Filmvorführungen. 1, 2, 3, 4. Fünfter Punkt, Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus dem Urheberrechtsgesetz ergeben. Nutzungsrechte nach dem Urheberrecht und der damit verbundene ermäßigte Steuersatz spielen nicht nur bei Journalisten, Schriftstellern oder Wissenschaftlern eine Rolle. Auch andere Freiberufler, etwa Webdesigner, Grafiker oder Übersetzer, müssen bei der Abrechnung ihrer Leistungen prüfen, ob diese urheberrechtlich geschützt sind. Ausschlaggebend ist weder die Veröffentlichungsart noch die Form der Publikation. Entscheidend ist allein die schöpferische Höhe des Werks. Um die Definition dieser kreativen Leistung wird gerichtlich viel gestritten. So, dann kommt ein weiterer Kasten. Und der Kasten hat ein weiteres Symbol. Ich habe es gleich. Vor Gericht Hinweise auf interessante Urteile. Ein Internetauftritt unterliegt nicht immer dem Urheberrecht. Einfache Webseiten herzustellen ist inzwischen auch für Laien handwerklich machbar. Einen urheberrechtlichen Schutz genießt ein solcher Internetauftritt aber nicht unbedingt. Das entschied das Oberlandesgericht Celle. Demnach weist eine Seite nicht die erforderliche Schöpfungshöhe auf, wenn Farbauswahl, Anordnung der Bilder und Grafiken besonders originell sind. Das handwerkliche Erstellen einer Webseite unterliegt demnach nicht unbedingt dem urheberrechtlichen Schutz. Umsatzsteuerlich greift also in solchen Fällen der normale Steuersatz von 19%. So, damit ist der Kasten auch zu Ende. Als Faustformel gilt, dass die betroffene publizistische, künstlerische oder wissenschaftliche Leistung eine gewisse Originalität und Kreativität aufweisen muss. Bearbeitungen in Form von Redaktion oder Lektorat sind urheberrechtlich nicht geschützt. Aber was wäre das Recht ohne Ausnahmen? Werden Texte beispielsweise in kreativer Weise übersetzt und veröffentlicht, ist dies wieder ein Fall fürs Urheberrecht und für den ermäßigten Steuersatz von 7%. Jetzt kommt ein weiterer Kasten, die Kategorie heißt zum Abheften. Weiterführende Informationen und Lesetipps, etwa BMF schreiben und nützliche Internetseiten. Der Kasten beginnt mit der Überschrift, wann übertrage ich Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz? Wer sich nicht sicher ist, ob die erbrachte Leistung urheberrechtlich relevant ist, kann einen Blick in den aktuellen Umsatzsteueranwendungserlass werfen.
Dieser ist auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums in jeweils neuester Fassung zu finden. In Abschnitt 12.7 sind dort die Anwendungsvorschriften über die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte nach Beschluss 12 Absatz 2 Nummer 7 Buchstabe C Umsatzsteuergesetz genannt. Hier ist ebenfalls festgelegt, dass Journalisten für sämtliche Tätigkeiten, die sie beruflich ausüben, aus Vereinfachungsgründen den ermäßigten Steuersatz anwenden dürfen. Ausgenommen davon sind lediglich die Weitergabe von Daten wie Börsennotizen, Sportergebnissen oder die Wettervorhersage. Vorträge und Reden sind zwar urheberrechtlich, damit ist der Kasten zu Ende. Vorträge und Reden sind zwar urheberrechtlich geschützte Sprachwerke. Derjenige, der die Rede schreibt, berechnet also den ermäßigten Steuersatz. Wer aber einen Vortrag oder eine Rede hält, räumt damit einem anderen keine urheberrechtlichen Nutzungsrechte ein. Das gleiche gilt für Vorlesungen und das Abhalten von Seminaren. Jetzt beginnt wieder ein Kasten und die Überschrift lautet: Vor Gericht Hinweise auf interessante Urteile mit der Überschrift: Ermäßigter Steuersatz nicht immer entscheidet das Urheberrecht. Liest ein Autor aus seinem Werk, kann dies mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz berechnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Lesung einer Theatervorführung vergleichbar ist. Dies entschied das Finanzgericht Köln. Im zugrunde liegenden Fall habe die betroffene Autorin das Stilmittel der Rezitation gewählt. Dies sei als Kleinkunst zu werten und als solche einer Theatervorführung vergleichbar. Gesetzliche Grundlage dieser Entscheidung ist nicht das Urheberrecht, sondern die Tatsache, dass der Umsatz aus Eintrittsberechtigungen für Zitat Theater, Konzerte und Museen sowie den Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausgeübter Künstler Zitat Ende nach Beschluss 12 Umsatzsteuergesetz ebenfalls unter den ermäßigten Steuersatz von 7% fällt. Eine ähnliche Entscheidung hat vor einigen Jahren bereits das Finanzgericht Hamburg getroffen. Damit ist der Kasten auch beendet. Auch die Übergabe eines Gutachtens oder einer Studie ist regelmäßig nicht mit der Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte verbunden, selbst wenn das Werk urheberrechtlichen Schutz genießt. Ähnlich kompliziert ist es, die Leistungen von Programmierern zu beurteilen. Verkaufen sie ihren Kunden eine spezielle entwickelte Software, ist die Leistung trotzdem mit 19% Umsatzsteuer zu versehen. Der ermäßigte Satz kommt nur dann in Frage, wenn sie als Urheber die Rechte an dem Programm ihrem Kunden zu weiteren Verbreitung überlassen. Geht es aber nur darum, dass der Auftraggeber das Programm auf seinem Rechner einsetzen kann, ist der Umsatz mit 19% zu versteuern. Fazit: Wenn Sie komplexe Dienstleistungen erbringen, die nicht klar einem Steuersatz zuzuordnen sind, wenden Sie sich an Ihr Finanzamt. Ihr Sachbearbeiter dort ist zu einer Auskunft verpflichtet und in aller Regel sind die Beamten dort freundlich und in der Sache kompetent. Gegebenenfalls ist der Antrag auf eine verbindliche Auskunft ratsam. So, jetzt kommt ein Zitat, abgesetzt in einem grauen Kasten. Zitat Anfang: Ich hatte meine erste bezahlte Lesung zu meinem Kinderbuch und war unsicher, ob da nun 7% oder 19% Mehrwertsteuer anzusetzen waren. Also habe ich zum Telefon gegriffen und meinen Sachbearbeiter beim Finanzamt angerufen. Er wollte mich zu den Prüfern durchstellen, weil er selbst nicht sicher war. Die waren jedoch nicht im Haus. Daraufhin versprach er, sich darum zu kümmern und mich zurückzurufen. Und das hat er tatsächlich gemacht und mir die entsprechende Impfung gegeben.
Bei szenischer Lesung aus dem Kinderbuch mit Autorengespräch gelten 7%. Ich sollte das am besten gleich in die Rechnung schreiben, damit das Finanzamt gar nicht erst Rückfragen hätte. Bin immer noch beeindruckt, weil ich das Finanzamt bisher auch eher mit Schreckensgespenst verbunden habe. Zitat Ende. So, ganz wichtig, Doppelpunkt. Gefährlich kann es werden, einfach sicherheitshalber sämtliche Umsätze mit 19% Mehrwertsteuer zu versehen. Ein solcher Fehler kann sie ebenso teuer zu stehen kommen wie die Entscheidung für den falschen Steuersatz. Außerdem ist das Umsatzsteuerrecht kein Schaufenster, in dem man sich den passenden Satz aussuchen kann. Ob Sie nun den falschen Steuersatz wählen oder einfach all Ihre Umsätze mit 19% belegen, diese Fehler fallen spätestens bei einer Betriebsprüfung auf, entweder bei Ihnen oder beim betroffenen Kunden. Denn dann stellt der Prüfer fest, dass hier zu viel Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen wurde. Und auf diese Weise kommt der Buchhaltungsfehler wie ein Bumerang zum Aussteller der Rechnung zurück. Und das Korrigieren einer Rechnung bringt erheblichen Verwaltungsaufwand und so manchen Ärger mit den Kunden mit sich. So, als nächstes kommt die Kleinunternehmerregelung. Da wird auch auf den Fragebogen zur Existenzgründe angesprochen, den habe ich momentan hier auf dem Tisch liegen, deshalb habe ich ihn da angefangen, das Buch zu lesen.